meine Damen und Herren, ich darf Ihnen den nächsten Referenten anmoderieren und möchte das so versuchen, dass ich noch einmal darauf hinweise, dass, wie wir alle wissen, AI und KI natürlich aus den technischen Wissenschaften kommen und eine von uns allen offensichtlich wahrgenommene Wirkung in Wirtschaft und Industrie haben. Aber AI und KI bieten auch eine neue Methodik in den Wissenschaften selbst an. Und es ist heute nicht klar, ob sie nur Enabler und Beschleuniger sind oder mehr werden, in den Wissenschaften eben. Sie könnten durchaus sogar das verändern, wie wir Wissenschaft verstehen. Also nicht nur, wie wir Wissenschaft machen, sondern wie wir Wissenschaft verstehen. Und dabei gehe ich nochmal zurück auf meine Einführung. Also die alte Sicht, die naturgesetzliche Welt, die neue Sicht, die Welt der Korrelationen. Und schließlich könnten superintelligente Systeme in den Wissenschaften eine derartige Beschleunigung entfalten, dass Prozesse, die heute noch auf der Zeitskala von Monaten oder Jahren laufen, sich reduzieren könnten auf extrem kurze Zeiträume. Ob das dann ein Tag, eine Stunde, eine Minute oder so etwas ist, spielt keine Rolle. Das alleine, so kann man sicher sein, würde die Wissenschaften nicht nur beschleunigen, sondern in ihrer Art und Weise vollkommen neu definieren. Dafür wollen wir einen kleinen Einblick nehmen, natürlich nicht in ganzer Breite, das wäre für einen Vortrag bei weitem zu viel verlangt, aber in den Lebenswissenschaften tut sich sehr viel und das hat natürlich den Grund, dass die Lebenswissenschaften schon immer eine Dualität in sich hatten, nämlich die Dualität der physikalischen Sichtweise auf die Phänomene und der biologischen. Die Biologen denken eben nicht in den Kategorien der Physiker aufgrund der Komplexität ihrer Phänomene. Und das wollen wir mit Herrn Schulze erleben. Begrüßen Sie mit mir Herrn Schulze. Ja, erstmal möchte ich dir, lieber Stefan, danken, dass ich hier jetzt stehen darf. Das ist eine große Ehre. Und Herrn Peitken, vielen Dank für die Anmoderation. Ich widerspreche jetzt gleich mal. In unserem Bereich leben wir von Kausalität und wir bekommen es hin, Korrelation und Kausalität zusammenzubringen. Und darüber diskutieren wir heute Nachmittag. Ich möchte noch ein paar Statements vorneweg machen. Sie haben heute mehrere Begriffe schon gehört und ich möchte mich ganz bewusst heute nicht dem Thema generelle AI widmen. Das können wir gerne auch während der Kaffeepausen oder während des Lunch besprechen. Das hat einen guten Grund. Das wird dann auch sehr schnell sehr philosophisch. Da können wir uns mit Herrn Gabriel dann auch noch auseinandersetzen, denke ich. Ich würde gerne auf diese fokussierte KI in den Lebenswissenschaften eingehen, weil ich glaube, dass wir da auch sogar mit der Wirtschaft zusammen auf den Grund kommen, neue Dinge hier auch in Deutschland zu entwickeln. Und das haben Sie auch schon richtig gesagt, es ist unmöglich, das umfassend heute zu machen in 35 Minuten, sondern es gibt also einen kleinen Ausschnitt. Warum KI in den Lebenswissenschaften und in der Medizin? Man könnte sich fragen, ist es an uns vorbeigegangen oder gibt es da plötzlich Veränderungen? Und ich gebe Ihnen eine, die tatsächlich eine große Veränderung darstellt. Bei uns ist es dann auch immer wichtig in den Lebenswissenschaften, dass sie entsprechend publiziert werden, sonst glauben wir es einfach nicht. Und dazu gehören gute Journale, auch wenn die immer wieder falsche Dinge berichten, aber Nature gehört immer noch zu denen, die sehr anerkannt sind. Und da wurde vor wenigen Monaten, letztes Jahr, diese Publikation veröffentlicht, die enorme Wellen geschlagen haben. Der Titel ist sehr provozierend. Ich möchte übrigens heute auch mehrfach provozierend sein. Ich habe schon begonnen, weil ich Ihnen widersprochen habe. Ich werde es noch mehr tun. Sie dürfen mich dann auch entsprechend angreifen. Also hier wird quasi behauptet, dass wir mit so tiefen neuronalen Netzwerken tatsächlich besser sein können als Dermatologen. Und die Arbeit kommt aus dem amerikanischen Bereich, sie kommt aus Harvard und das wird dann immer gleich sehr schön mit Presse verbunden.
Da können Sie sich auch auf YouTube ein Video angucken, wo letztendlich gesagt wird, die Zukunft ist so, dass wir mit solchen Deep Neural Networks letztendlich den Hautkrebs besser erkennen können, als das ein Dermatologe kann. Und dem widerspreche ich jetzt nicht grundsätzlich, weil es im Prinzip um Bildererkennung geht. Das ist eine Tätigkeit, die ein Arzt manchmal sehr gut macht. Ich bin selber Arzt, ich kann auch selbstkritisch dann in meinem Berufsbild sein, manchmal aber auch überhaupt nicht gut macht. Und insbesondere dann, wenn die Arbeitszeiten in 12, 15 oder 18 Stunden gehen, eben menschliche Fehler passieren, die weniger gewollt sind, noch was mit Können zu tun haben, sondern einfach mit Aufmerksamkeitsspanne. Also hier ist ganz klar, dass es ein Gebiet sein wird, nicht nur eines in der Medizin, aber wahnsinnig beeindruckend dargestellt, dass hier durch die Hilfe von Artefakten, von Rechenmaschinen, von künstlicher Intelligenz letztendlich Dinge in der Medizin besser gemacht werden können, als es der Mensch selbst im Augenblick tut. Das ist immer so interessant. Man merkte, dass der Damm immer mehr Wasser gefüllt war und plötzlich gebrochen ist. Seitdem geht es in großem Tempo voran und in vielen Gebieten, die man vielleicht gar nicht so im Blick hatte. Hier ist ein Beispiel, das ist bisher nur veröffentlicht, aber noch nicht begutachtet. Deswegen ist es auch erst auf einem Archivserver. Da geht es darum, dass ich quasi die Handhygiene verbessern kann. Und auch das ein Thema, wo heutzutage noch Tausende von Menschen sterben, weil dort Prozesse, die eigentlich ganz klar beschrieben sind, nicht richtig gemacht werden, weil wir die Aufmerksamkeitsspanne nicht haben. Das bezieht alle im Krankenhaus dann ein. Und das hier gezeigt worden ist schon, dass wenn über eine entsprechende Sensorik ein intelligenter Raum, ein intelligentes Haus letztendlich den dort Arbeitenden hilft, die richtigen Handlungen zu tätigen. Vollkommene Überwachung. Ja, muss man auch dazu sagen, es ist nicht erlaubt, mit normalen Kameras dies zu unterstützen, sondern nur mit Wärmekameras und Kameras, die Schemen erkennen, um die Daten-Privacy zu stützen und zu unterhalten. Also die Frage ist, warum kommt es eigentlich jetzt ausgerechnet jetzt zu diesem großen Interesse in KI? Die erste Antwort ist ganz einfach, das stimmt nicht. Sie kommt gar nicht so plötzlich. Ja, es ist nur so, dass wir es jetzt merken, dass sie auf uns hereinstürzt. Ja. Das andere ist, dass es in der Medizin, da gebe ich Ihnen nachher nur zwei Beispiele, sehr alte Beispiele, ist eigentlich schon lange darüber nachgedacht worden ist. Früher hat man das auch mit Expertensystemen untermalt. Das waren so die klassischen Ansätze. Ja. Und die Medizin und die Biologie hat sich sehr, sehr lange mit dieser allgemeinen Intelligenz, artifiziellen Intelligenz beschäftigt, was mit der Medizin oder den Auswirkungen einfach nichts zu tun hat. Ja. Jetzt geht es auf diese fokussierte KI, dass man sagt, ich suche nach Lösungen für bestimmte klar umrissene Probleme und dort kann ich dann tatsächlich besser werden, als das Menschen können. Also der klassische Ansatz wird auch verlassen, weil jetzt nämlich Machine Learning kommt. Auch da ist ganz klar, dass wir in der Komplexität wahrscheinlich zu hoch sind, sodass diese Expertensysteme mit unheimlich vielen Tausenden, Hunderttausenden, Millionen Regeln einfach nicht in der Lage sind, tatsächlich unsere intuitiven, meist durch Erfahrung geprägten Entscheidungen wirklich gleichwertig zu lösen. Aber Machine Learning, wie an dem Beispiel des Dermatologen, da ist es tatsächlich so, dass wir Dinge nicht so gut können wie die Maschine selbst. Und dann ganz klar außerhalb der Medizin die rapide Zunahme der Prozessorleistung und die Verfügbarkeit von großen Datenmengen. Also lange haben wir ja darauf nicht sammeln können. Und die Entwicklung fortschrittlicher Algorithmen. Ich habe also einen Blumenstrauß von Dingen, die alle parallel passiert sind und die dann letztendlich dazu führen, dass Dinge zusammenkommen, die vor 20 oder 30 Jahren einfach nicht denkbar gewesen wären. Es kommen aber noch mehr wichtige Punkte dazu und da bin ich jetzt provokativ. Das erste ist, der Medizinsektor hatte gar keine Lust auf KI oder Expertensysteme und hat es mehrfach verweigert, ja, weil sie alle diesen Spruch, der Weißkittel oder dieser Allwissenheitsanspruch in der Medizin war extrem hoch, ja, und ist in manchen Bereichen auch heute noch ausgeprägt, völlig verfehlt. Das nächste ist, dass die genomische Revolution ein Prerequisite ist. Und da komme ich drauf zurück. Ja, es geht gar nicht, ohne die Grundlagen der Biologie überhaupt zu verstehen, dass ich quasi hier auch die Umgangsweise, die computergestützte Umgangsweise letztendlich in die Medizin einbringe. Weil ich die Biologie selbst erst verstehen muss,
zu einem Grade, dass ich sie nutzbar machen kann und dass ich auch die Daten nutzbar machen kann. Ein wesentlicher Teil ist tatsächlich die genomische Revolution, dass es zu einer Wissensexplosion kommt. Und die führt dazu, dass der eine oder andere Arzt tatsächlich Angst davor bekommt, dass er dem Wissen gar nicht mehr hinterherkommt und ihm ein ganz anderer Berufsarzt quasi im Rücken sitzt und die Angst, Fehler zu machen, jetzt größer wird als die Angst, sich von einem Expertensystem oder von KI unterstützen zu lassen. Das ist eine ganz einfache Psychologie. Ja. Und da shiften wir ganz massiv, insbesondere in der jüngeren Generation dazu, die natürlich auch mit diesen ganzen Medien aufgewachsen ist, zu sagen, wieso soll ich mir in meinem Smartphone helfen lassen, die Reise zu buchen, aber das große Wissen in der Medizin soll ich mir nicht über sowas quasi zukommen lassen. Ja, bevor ich einen Fehler mache und ich juristisch angegangen werde, dann doch lieber die Unterstützung. Also es ist ein ganzer Blumenstrauß, der nicht nur in der Medizin verhaftet ist, nicht in der Technik nur, sondern auch in der Einstellung zu Wissen in diesem Bereich, der dazu führt, dass KI jetzt ein Thema werden wird. Nur zwei Beispiele. KI ist letztendlich schon lang ein Thema in der Medizin, ja, und in den Lebenswissenschaften. Das ist hier eine Arbeit von 1958, also nicht lange danach, nachdem Turing und andere sich in anderen Bereichen damit beschäftigt haben. The Perceptron, a Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain. Ja. Die Fragen, die dort stehen, sind die Fragen, die wir heute auch haben. Wie ist Information in der physischen Welt, wie sensen wir diese, wie können wir die detektieren? Heute wissen wir mehr, da brauchten wir das Genom dazu, die Biologie. Wir mussten lernen, was sind die Sensoren, da hat sich viel getan. In welcher Form wird die Information gespeichert, da sind wir uns heute immer noch nicht einig, auch da brauchen wir mehr Wissen, Stichwort humanes Human Brain Project und andere. Und how does information contained in storage or in memory influence recognition and behavior? Diesen Ast, der ist noch viel, viel schwieriger zu verstehen. Was aber interessant ist, dass dort letztendlich, obwohl wir die ganzen Geräte, die wir heute kennen, gar nicht vorhanden waren in 1958, im Prinzip die gleichen Gedanken schon waren, das miteinander zu koppeln, so wie wir es heute auch versuchen. Also die Ideen, die Gedankenmodelle, die waren letztendlich dort auch vorhanden. Und das Gleiche gilt für die Medizin auch. Das ist eine Publikation aus Science von 1959, Reasoning Foundations of Medical Diagnosis, wo letztendlich die Art, wie wir Diagnosen machen, mathematisch beschrieben werden sollte, um dann Systeme zu entwickeln, die uns das erleichtern oder auch ersetzen können. Das ist nichts Neues, es ist ein gradueller Vorgang. Ja, wie gesagt, es sind jetzt einige Dinge zusammengekommen, die das an die Oberfläche gebracht haben und letztendlich dann auch ins Gespräch in weiten Breiten in der Medizin und den Lebenswissenschaften. Ich möchte aber ein anderes Thema mit Ihnen angehen. Wie wird denn KI in der Medizin in der Bevölkerung gesehen? Da gibt es verschiedenste Umfragen. Eine ist zum Beispiel die Bearing Point Umfrage von 2017, wo Menschen in Deutschland gefragt worden sind, möchten wir eigentlich, dass eine Maschine zum Beispiel Diagnose macht? Und da sagen 12% nur, ja, allein durch KI könnte ich mir das vorstellen. 63 wollen das nicht erlauben. Ja, das heißt, auch da fehlt uns im Augenblick, hängen wir schwer hinterher, wenn wir es wirklich umsetzen wollten, müssten wir die Leute davon viel besser unterrichten, was wir können und auch was wir nicht können und welche Bedeutung das hat. Wenn Sie fragen, wie wäre es denn mit beiden zusammen, ja, dann switcht das Ganze ganz gewaltig. Ja, und das Gleiche ist zum Beispiel in der Bitkom-Umfrage rausgekommen, mithilfe von KI bessere Diagnosen, ja, solange der Arzt dabei ist, 57%, also schon dafür. Ja. Ich hatte ein paar Bereiche schon angegeben, die durch KI beeinflusst werden. Das ist die Umgebung der Krankenhäuser. Das ist technisch einfach vorstellbar. Es ist nicht leicht umzusetzen, aber es ist vorstellbar. Bei der Diagnostikentwicklung passiert es schon in den Pharmaunternehmen, beim Drug Screening auch. Ein ganz interessantes Gebiet ist diese Nutzung von bekannten Medikamenten für andere Indikationen. Das heißt, bekannte Medikamente, die für eine Sache gut sind, aber für andere weiß ich es nicht. Da kann ich mit computergestützten Methoden viel, viel schneller heute rauskriegen, wo die sonst auch noch wirken könnten. Grundvoraussetzung immer ist, ich muss die Biologie verstehen. Sonst nützt mir die ganze Anwendung von Simulation, von KI in diesem Bereich wenig. Und die strukturbasierte Medikamentenentwicklung. Und Sie merken schon, auf was ich herumreite.
Ich reite nämlich darauf herum, dass wir eigentlich verstehen müssen, und dafür sollten wir es auch einsetzen, nämlich für das Verstehen der molekularen Mechanismen und fürs Verstehen der Zellen. Und da komme ich im zweiten Teil meines Vortrags dann nachher wieder drauf zurück. Bevor ich das tue, möchte ich Ihnen aber auch, und das ist, da ist die Medizin wahrscheinlich die Disziplin, die das tun sollte, Sie auf einen Punkt bringen, der in der, glaube ich, in der KI-Community weitestgehend klar ist, dass ich ethische Implikationen habe. Und hier haben sich selbst die beste medizinische Zeitschrift weltweit, das New England Journal of Medicine, hat hier eben schon darüber berichtet. Und Sie sehen, das passiert alles in den letzten Monaten. Das sind alles Dinge, die jetzt zum Tragen kommen, weil dieser Damm gebrochen ist. Und Gott sei Dank haben wir Kollegen, die sich eben auch damit beschäftigen. Wir haben wie in anderen Bereichen des Einsatzes von KI die gleichen Probleme in der Medizin und möglicherweise noch viel dramatischer, dass wir einen Bias haben, der entweder durch die Entwickler selbst hereinkommt, wo Vorurteile, Gewichtungen von Parametern bis hin zur Diskriminierung mit dort hineinkommen. Und selbst in Deep Learning Algorithmen, ja, denkt man immer, die sind völlig unabhängig von dem, wie ich das aufsetze. Auch das ist nicht richtig, gibt es Gegenbeispiele. Ich habe den Bias, dass ich mit was immer ich auch trainiere, mit ausgewählten Daten trainieren könnte. Und wenn Sie das Internet nehmen und Google jetzt Katzen von Hunden unterscheidet, dann wird das kein großes Problem darstellen. Aber wenn wir medizinische Daten nehmen, ja, aus nur einer Region zum Beispiel, und uns dann vorstellen könnten, dass wir, sagen wir mal, aus dem Rheinland Daten benutzen, um dann irgendwelche Vorhersagen für Ghana zu machen, dann liegen wir einfach komplett falsch. Ja, weil die Lebensbedingungen und die Bedingungen der medizinischen Versorgung und die Möglichkeiten einfach so unterschiedlich sind, dass das, was wir hier mit KI machen würden, dort wahrscheinlich erstmal überhaupt nicht funktionieren würde. Das heißt, hier müssen wir ganz, ganz stark aufpassen, dass wir nicht massiv diskriminieren. Genetischer Hintergrund, sozioökonomischer Status, genetischer Hintergrund ist Ihnen allen klar. Wir haben hier in vielen Bereichen haben wir Diskriminierung und die können wir dadurch nur noch verstärken. Also hier müssen wir sehr, sehr gut aufpassen. Die Intention für den Einsatz von KI, auch da ist, und das war ja von Markus Gabriel schon so schön gesagt, ja, dass wir bringen uns ein mit unserem Denken. Das heißt, wenn wir zum Ziel haben, nur irgendwelche Qualitätsparameter, die wir erfüllen müssen, zu verbessern, aber uns der Kranke gar nicht interessiert, dann wird das auch reflektiert werden in unserer KI. Das darf nicht sein. Das heißt, hier sind die eigentlichen Aufgaben und hier sehe ich auch eine Chance für unser Land, ja, weil tatsächlich in anderen Gebieten dieser Erde über diese Dinge doch deutlich weniger nachgedacht wird. Und ich glaube, dass wir da insbesondere aufgrund der riesengroßen Chancen dieses schnellen Fortschritts in diesem Bereich hier punkten könnten. Und in der Medizin ist auch ganz klar, es werden ganz, ganz viele Dinge berichtet. Auch dieser Test mit den Dermatologen, obwohl da über 180.000 Bilder benutzt worden sind, ist nicht validiert. Ja, das ist der erste Hype. Wir haben eine ganz klare Situation in der Pharmabranche, dass wir validieren müssen, dass wir Dinge überprüfen müssen, dass wir Regularien einhalten müssen. Alleine ein Paper in Nature zu sagen, das geht, heißt nicht, dass wir es anwenden können. Das ist falsch verstanden. Das heißt, wir haben häufig hier im Augenblick diesen Hype des verfrühten Einsatzes ohne ausreichende Testung. Und dann ist ein Punkt, den ich schon auch wichtig finde. Ich meine, es ist schon richtig gut, dass wir das gesamte medizinische Wissen inzwischen über das Internet abrufen können. In der einen oder anderen Qualität. Die Ärzte haben inzwischen natürlich bessere Möglichkeiten als über Google. Aber trotzdem ist es so, dass wir uns nicht komplett darauf stützen dürfen. Sie wissen aus anderen Gebieten, wie einfach es ist, Daten in die eine oder andere Richtung zu interpretieren. Und auch hier gibt es dann wieder unterschiedliche Ebenen, die das integrieren. Und je integrierter diese Interpretation stattfindet, desto stärker ist sie wieder mit einem Bias behaftet. Und dann bleiben Fragen wie Datenschutz, Vertraulichkeit und Geheimhaltung. Was ist, wenn Ihre Daten benutzt werden, um einen besseren Klassifikator für eine Erkrankung zu kriegen, dann geben Sie automatisch Ihre Daten, um jemandem anderen zu helfen. Damit ist eigentlich Ihre Geheimhaltung der Daten schon aufgehoben. Wie können wir das lösen, dass wir beides bedienen können? Und bleibt die Treuhänderschaft tatsächlich beim Arzt oder kann ein KI-gestütztes System das genauso machen? Ja, oder wer hat die dann im Schluss? Und muss die KI auch einen hippokratischen Eid leisten?
Also Fragen, die wir uns stellen müssen. Dann, bevor ich auf meinen zweiten Teil eingehe, möchte ich Ihnen auch sagen, dass es genügend Leute gibt, die sich auch damit beschäftigt haben, dass, obwohl wir das Gefühl haben, der Damm ist gerade erst gebrochen, weil die Leute, die sich damit beschäftigen, eben das nicht so gesehen haben, dass sie sagen, wir sind auch in dieser, wie wir es vorhin auch schon gehört haben, die Hypewelle, die erste ist schon wieder vorbei. Ja, warum das Ganze? Ich möchte auch erinnern in diesem Bereich, wir haben Probleme in der Medizin, die auch ohne KI schon da sind, die dann nur noch verstärkt werden. Wir haben eine Qualität der Daten, die nicht so ist, dass ich immer sagen kann, ich kann besonders gut trainieren. Wir haben unglaubliche Unterschiede weltweit, ich sagte Ihnen das schon. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob es für die Medizin globale Systeme geben kann, ja, auch wenn wir uns das wünschen würden. Wir haben extrem hohe Einflüsse, weil das Ganze wahnsinnig schnell geht. Wenn ich heute eine neue Therapie einführe und ich habe einen Voraussagealgorithmus gebaut, der mir sagt, mit dieser Erkrankung hast du die und die Chance, wenn es schlecht läuft, geht es in die Richtung, dann brauchst du neue Therapie. Wenn es gut läuft, dann machen wir erstmal nichts für die nächsten 3 Jahre. Und jetzt kommt eine neue Therapie und die ändert das ganze System. Das heißt, meine komplette Lernen auf alten Daten ist auch von einem auf den anderen Tag obsolet. Ja? Man spricht da auch so schön vom Moving Target. Die Medizin verändert sich kontinuierlich durch Einführung neuer Technologien, sozialer Phänomene, Epidemiologie. Allein die Tatsache, dass wir seit 10 Jahren mit Smartphones rumlaufen, hat zu neuen Krankheitsbildern geführt. Ja? Das heißt, meine Daten, die ich vorher trainiert hätte, wären heute wertlos, weil dieser soziale Phänomen einfach nicht mit eingebunden wäre. Dass tatsächlich unglaublich die augenblickliche Halbwertszeit der Relevanz klinischer Daten, also wenn ich aufnehme, ja, wie sie sich fühlen, was sie im Augenblick haben, ist 4 Monate. Ja. Das heißt, hier zu trainieren, wird ganz, ganz schwer sein. Also Lernen auf alten klinischen Daten birgt also große Gefahren. Reine Phänomenologie zu machen, wird nicht ausreichen. Und die Autoren schließen auch noch ab und sagen, im Prinzip ist die Lösung die, wir müssen verstehen, dass wir einen ersten Hype-Cycle hier haben, aber wir müssen auch verstehen, dass wir jetzt nicht eine Bauchlandung machen, sondern dass wir jetzt abfedernd irgendwo reinkommen und diese Sache gezielt an bestimmten Stellen einführen, damit wir den nächsten Schritt, den nächsten Innovationsschub dann auch wieder mitnehmen können. Was sind die Ziele daraus dann? Ja, KI-Lösungen in der Medizin müssen daran gemessen werden, wie die zukünftige Events voraussagen, auch wenn sie auf historischen Daten trainiert werden, mit der Schwierigkeit, dass ich manche Daten habe, die gar nicht so gut dafür geeignet sind. Deswegen bleibe ich ganz strikt dabei und da werde ich jetzt sehr provokant, klinische Daten alleine werden nie ausreichend sein. Also alle, die meinen, mit irgendwelchen Wearables, simplen Sensoren von außen könnte ich die Medizin der Zukunft machen und die mit KI bestückt dann auch noch besser, die sind komplett auf dem Holzweg. Auch große Konsortien, das wird nicht funktionieren. Ja. Und Sie können mich nachher gerne fragen, warum ich das meine, aber ich glaube, der zweite Teil wird Ihnen zeigen, was wir als Alternative anbieten. Klinische Daten sind zu sehr von nichtmedizinischen Störgrößen abhängig, das hatte ich Ihnen schon berichtet. Ich glaube, wir sollten deswegen solche Technologien dort anwenden, wo wir viel, viel unabhängiger davon werden. Und damit möchte ich in meinen zweiten Teil übergehen. Nämlich, dass wir natürlich Bereiche haben, wo wir mehr Intelligenz sozusagen brauchen, die uns unterstützt, weil die Komplexität der Systeme so hoch ist, dass wir sie wahrscheinlich als Menschen oder auch als Einzelmenschen einfach nicht erfassen können. Und das Beispiel, das ich mitgebe, ist das Verständnis der fundamentalen Einheiten des Lebens. Meine These ist, dass das nur mit Einsatz von KI funktionieren wird. Die Biologie macht das seit vielen, vielen Jahrhunderten. Zellen sind seit sehr, sehr langer Zeit bekannt. Aber wir mühen uns sehr ab, sie wirklich zu verstehen. So, und jetzt machen wir ein paar ganz einfache Exercises. Wie viele Zellen hat denn der Mensch eigentlich? Ist nicht schlimm, wenn Sie es nicht wissen. Wir wissen es auch nicht. Aber wir haben eine Schätzung. 10 hoch 14. Und noch mehr Bakterien, die lassen wir jetzt alle mal außen vor. Ja? 100 Millionen mal 1 Million, wie auch immer Sie es benennen wollen. Wenn wir die alle schön aneinanderlegen können, jede Zelle von Ihnen, kommen wir 2,5 Millionen Kilometer weit oder 60 Mal um die Erde. Sie sehen, wie viel Information in Ihnen gespeichert ist. Jede dieser Zelle hat auch noch ein komplettes Genom.
die Biologie, die Natur ist schon verdammt erfolgreich gewesen. Wie viele Nervenzellen haben wir? Die Fruchtfliege hat 100.000 und die ist schon für viele zu komplex. Kakerlaken, 1 Million. Maus, 75 Millionen. Ein ganzer Sprung drin. Die Katze, 1 Milliarde. Und obwohl sie so viel mehr hat, trickst die Maus sie immer wieder aus. Schimpanse, 7 Milliarden. Der Elefant, 23 Milliarden. So. Und lange haben wir geglaubt, wir hätten 100 Milliarden. Wir haben es aber nicht. Es sind weniger. Im Augenblick sind die Schätzungen bei 86 Milliarden. Und ganz wichtig für 2018, weil wenn Sie 30 Jahre zurückgehen, gibt es Arbeiten, dass dort Genderunterschiede bestehen würden, was völliger Humbug ist. Auch da sehen Sie Störfaktoren, sozioökonomische Störfaktoren. Was wir aber nicht wissen, ist, wie viele verschiedene Zelltypen haben wir eigentlich? Weil das ist eigentlich das Entscheidende, wenn wir alle Krankheiten verstehen wollen. Wie viele verschiedene, was machen die, zu welchem Zeitpunkt und wie können wir die Funktionalität verändern oder beeinflussen? Also, was brauchen wir dazu? Im Augenblick nehmen wir quasi diesen großen Haufen von Zellen und wir gucken uns immer wieder mal eine an und gucken uns einen Parameter an und überlegen dann, was das bedeutet. Das ist die klassische Herangehensweise. Was denn, wenn, und dann kann ich auch sagen, Molekül A ist abhängig von Molekül B, Kausalität in einem reduktionistischen System und dann ist es in sich erstmal stimmig. Ich weiß aber nicht, wie das Gesamtsystem funktioniert. Aber wenn wir die Chance haben, diese kausale Denkweise, diese klassische Vorgehensweise in der Biologie zu verknüpfen mit großen Datenmengen, dann habe ich eine völlig neue Art und Weise, Wissenschaft zu machen. Also die Frage stellt sich, was wäre, wenn wir von jeder Zelle das Genom, das Transkriptom, das Epigenom und noch viele, viele Parameter gleichzeitig erfassen und analysieren könnten und in Kontext zu bringen. Ist das zu ambitioniert? Ich glaube nicht, weil auch da, der eine oder andere weiß es vielleicht, haben wir eine Revolution, die sich im Augenblick entwickelt. Das ist für mich eine der größeren Revolutionen in der Medizin und in den Lebenswissenschaften. Es ist die zweite genomische Revolution. Das ist die sogenannte Einzelzellgenomik. Und das ist revolutionär, weil wir eine völlig neue Sichtweise haben können. Wir können tatsächlich Kausalität und Korrelation, viele Daten mit Zusammenhängen zusammenbringen in einer Art und Weise, wie wir es bisher noch nicht in diesem Bereich gemacht haben. Sind die Messgeräte vorhanden? Die sehen sehr komplex aus. Ich will auch gar nicht in die Einzelheiten gehen. Aber sie sind, die ersten sind vorhanden. Sozusagen das Kepler-Teleskop haben wir heute. Ich war vor wenigen Wochen am Radioteleskop in Effelsberg oben drin. Ja, ich meine, der Kepler hätte sich wahnsinnig gefreut, auch da drin zu stehen. Der würde das nicht wiedererkennen und sagen, wie hat mein erstes ausgesehen und wie sehen die heute aus? Wir haben heute, bauen wir die ersten Kepler-molekularen Mikroskope. Ja, aber wir haben molekulare Mikroskope, wo wir tatsächlich in der Lage sind, vom Gewebe auf einzelne Zellen mit fantastischen Methoden, wo wir jede einzelne Zelle und jedes Molekül einen Barcode geben können, einen genetischen, wo wir diese ganzen Moleküle dann wieder auslesen können und wo wir dann ohne Computerleistung überhaupt nicht in der Lage sind, aus diesen vielen Informationen einen Sinn zu machen. Diese Dinger gibt es. Ist das Realität? Ist das Realität in Deutschland oder gibt es das wieder nur in den USA? Und die einfache Antwort ist, es ist nicht nur in den USA. Im Gegensatz, viele der großen Zentren, die diese Sache vorangetrieben haben, stammt aus Europa. Und ganz nah bei Bonn haben wir es auch. Wir haben die Universität und das Deutsche Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen davon überzeugen können, dass wir sowas auch hier in Bonn machen. Und natürlich geht das, auch hier widerspreche ich Ihnen, Herr Peitken, in Deutschland. Wenn die Leute da sind, die man überzeugen kann, dann kriegt man es hin, völlig neue Strukturen zu schaffen. Und da bin ich auch stolz drauf, dass es in Deutschland geht. Ich war lange genug in den USA, das Ding hätte ich dort so nicht hingekriegt. Da wäre es mir von irgendjemandem aufdoktriniert worden, wie ich das zu tun hätte, weil dort jemand in einem Zirkel unterhalb des Rektorats gesagt hätte, das machen wir jetzt auch und wir machen jetzt ein Zentrum für XY. Ich musste mehr kämpfen, dafür bin ich aber auch stolz drauf, das hier hinzukriegen. Ach, so schlecht ist es in Deutschland gar nicht. Applaus
Ich gebe Ihnen ein Beispiel, was sich verändern wird. Ich hoffe, dass keiner von Ihnen mit diesen Dingen im Augenblick persönlich zu tun hat. Aber es gibt diese Dinge nun mal. Das ist ein Tumor, der im Kopf-Halsbereich sich befinden kann. Sie sehen, das ist fürchterlich schwierig zu lesen. Das sind wenige Farben, wenige Strukturen. Das machen wir seit Jahrzehnten so. Wir haben wenige Parameter. Das ist eine schwierige Diagnostik und wir haben keine Vorstellung, wie diese Zellen irgendwie miteinander zu tun haben, warum dieser Tumor entstanden ist, was die eigentlichen Tumorzellen sind, was andere Zellen sind und was die dort machen. Aus diesem Bild kann man das nicht lesen. Man kann vielleicht Diagnostik machen, aber man weiß es nicht. Die erste genomische Revolution ist hergegangen und hat gesagt, ich will jetzt einfach den gesamten Tumor rausnehmen und dann messe ich einfach mal aus allen hunderttausenden Zellen das Genom und frage mich dann, was kann ich daraus lesen. Also weg mit dem alten Bild, neues her. Und das hat ganz gut funktioniert bei manchen Dingen. Aber stellen Sie sich einfach vor, Sie würden einfach die Stadt Bonn nehmen, 300.000 Einwohner, und dann sagen, ich messe von allen einen Parameter oder 100 Parameter und sage dann, der Durchschnittsbonner macht X. Sie würden sich nicht wohlfühlen, weil Sie nicht der Durchschnittsbonner sind. Die Zellen auch nicht. Es nützt mir nichts. Der Durchschnitt nützt mir nichts. Also auch damit weg. Die zweite genomische Revolution sagt mir nämlich jetzt, ich mache das Gleiche, aber jetzt gucke ich mir jede Zelle an und jeden Parameter und will dann rauskriegen, wie die Zellen miteinander sind. Es gibt Kollegen in den Computerwissenschaften, die sagen, aus euren Daten versuchen wir, kausale Zusammenhänge abzuleiten. Weil ihr in der Biologie seid die Einzigen oder eine der wenigen, die danach dann überprüfen können, experimentell, ob unsere kausalen Zusammenhänge, die wir aus großen Datenmengen herausgezogen haben, tatsächlich richtig sind. Machen Sie das mal an der Börse, dann sind wir alle nicht mehr glücklich. Ja, dieses Experiment machen wir in der Biologie. Und dieses Feld ist weit vorangeschritten. Ja, Kausalität aus großen Datenmengen. Also es ist kein Science Fiction, das ist publiziert worden von unseren Kollegen leider noch jetzt aus den USA. Aber wir sind inzwischen sehr, sehr nah dran an diesen Dingen. Wir sind in anderen Gebieten weiter vorne. Ich habe Ihnen das Beispiel gebracht, weil Cancer immer leicht zu verstehen ist. Inzwischen wissen wir also hier auf der Seite, wissen wir ganz genau, welche Zelle was ist. Mit Computermodellen, tatsächlich AI unterstützt, können wir herauslesen, dass es hier zwei verschiedene Tumorarten gibt. Ja? Wir können dann hergehen und wieder rekonstruieren, wo diese Tumorzellen sind, dass die blauen hier in der Mitte waren und die roten waren hier außen lang, was übrigens völlig überraschend war, weil Epithelien normalerweise außen sind und mesenchymale Zellen innen. Dieser Tumor hat uns jahrzehntelang einen Trick gebildet. Wir haben es falsch rum gedacht. Mit diesen Methoden konnten wir es ganz genau auflösen. Und das führt natürlich dazu, dass wir später das alte Bild natürlich jetzt auch viel besser interpretieren können. Ich brauche die Verknüpfung von diesen modernsten Technologien in den Biolebenswissenschaften, in der Medizin mit der Computerwissenschaft. Wie groß ist das Ganze? Das Ganze ist sehr, sehr viel größer als das humane Genomprojekt, was lange Zeit das größte Projekt in den Lebenswissenschaften war. Und es hat sich deswegen ein internationales Projekt in der Größe entwickelt, der Human Cell Atlas. Ja, das sind Leute, die sich weltweit zusammengeschlossen haben mit dem einzigen Ziel, die Erstellung einer umfassenden Referenzkarte aller menschlicher Zellen, der fundamentalen Einheiten des Lebens als die Basis für ein besseres Verständnis von Gesundheit, aber auch für bessere Diagnose, Verlaufsbeobachtung und Behandlungen von Erkrankungen. Das ist riesig und das wird uns die nächsten Jahrzehnte beschäftigen. Was macht Europa? Ich hoffe, Europa ist das mit Wettbewerb befunden. Das ist der kleine Unterschied. In den USA gibt es Förderer. Ich finde es schade, dass ausgerechnet Mark Zuckerberg fördert. Ich hätte mir jemand anders gewünscht, aber das ist der größte Förderer dieses Projektes in den USA. In Europa zumindest bis jetzt, aber wir sind natürlich auch offen für Förderer. Machen wir das über die EU? Und wir sind auch angetreten, so wie im Human Brain Project, die natürlich jetzt den Vorteil haben, dass sie schon eine Weile bestehen. Wir sind in das nächste Rennen gegangen. Wir sind wirklich aktiv dabei. 50 große Institutionen in Europa haben sich zusammengetan zu was wir Lifetime nennen. Revolutionizing Healthcare by Tracking and Understanding Human Cells During Disease. Das heißt, in der ähnlichen Größenordnung wie das Human Brain Project wollen wir die einzelnen Zellen verstehen im Verband und wie sie sich verändern während der Erkrankung und aus dem heraus lernen,
quasi, wie die Biologie stattfindet und wie die Krankheiten letztendlich ablaufen und wie ich sie beeinflussen kann. Und ich kann Ihnen jetzt gerne später, nicht hier im Vortrag, aber später neueste Erkenntnisse sehen, wie gut das funktioniert. Was wird sich ändern? Im Prinzip alles. Wir werden die Tumorerkrankungen neu definieren. Wir werden alle chronischen entzündlichen Erkrankungen neu definieren. Im Prinzip die Volkskrankheiten. Wir gehen davon aus, dass das auf alle Krankheiten, die wir kennen, einen großen Einfluss hat. Das geht aber nur mit KI. Wir haben keine Chance, solche Daten überhaupt ohne KI zu bearbeiten. Das wissen wir heute schon. Die Daten sehen so aus, dass wir enorm große Zahlen haben. Ja, wir haben riesige Datenmengen. Die sehen so aus, dass wir ganz viele Nullen haben. Und aus dem heraus brauchen wir Algorithmen, die mit solchen komplexen Daten umgehen. Und zum Abschluss möchte ich Ihnen noch zeigen, was wir machen, damit es wirklich umgesetzt wird. Das geht ganz schnell. Wir werden Konsortien bilden, haben wir schon angefangen. Alle Leute, die sich mit KI und Algorithmik in diesem Bereich, in den Helmholtz-Zentren beschäftigen in Deutschland, haben sich zusammengetan zu einem Verbund. Erster Punkt. Am Standort sind wir auch der Meinung, haben wir uns zusammengetan und wollen erfolgreich, hoffentlich erfolgreich, wenn nicht in anderer Weise weitermachen, indem wir genau das Gleiche machen, am Standort alle zusammenzubringen. Und es sind einige Kollegen ja auch hier, letztendlich auch mit der Industrie zusammen, um solche Themen wie Lifetime zu unterfüttern. Und ich bringe es an der Stelle auch einfach mal an, weil ich selbst das als eine fantastische Sache gefunden habe, dass Stefan Hutmacher auch mit uns hergegangen ist, um zu sagen, was kann Industrie leisten, um letztendlich uns zu helfen, diese Fragen zu beantworten. Wir bauen Systeme, die letztendlich sowas möglich machen. Und wir gehen her und holen uns noch neuere und schnellere Computer. Und da haben wir uns auch zusammengetan. Und ich mache das ganz, ganz schnell zum Abschluss noch, damit wir noch diskutieren können. Ich springe über zwei Dias hinweg. Was wir gemacht haben, ist, weil wir uns überlegt haben, wie wir diese Millionen von Zellen in diesen Computer reinkriegen, ist, dass wir eine völlig neue Art von Computing haben wollen. Wir wollen nicht mehr die alte Technologie haben mit diesem, die Sie alle kennen, von Neumann-Technologie. Wir haben das Problem, dass wir an dieser Stelle eigentlich den Speicher brauchen. Das nützt uns nichts, weil wir die riesen Datenmengen nicht die ganze Zeit hin und her schieben können. Wir brauchen alles hier. Das macht dieses Memory-Driven Computing. Es baut im Prinzip über Photonics verbunden einen Central Memory, der letztendlich dann direkt von ganz vielen Prozessoren, von allen möglichen Prozessoren, von GPUs, von CPUs, von ARMs, was Sie auch immer dranhängen wollen, zugreifen kann. Das Schöne an der Sache ist, dass wir für eine Zeit lang Ruhe haben, weil theoretisch könnten hier in ein einziges System, heute technisch noch nicht umsetzbar, aber denkbar, 250.000 Mal die Daten, die wir im Augenblick auf der Welt haben, rein in 4096 Jottabytes. Das gibt es heute noch nicht, aber wir sind erstmal für eine Zeit lang sicher, dass das, was wir machen würden, in solchen Systemen funktioniert. Der größte Speicher heute, der von uns schon benutzt wurde, ist 160 Terabyte Arbeitsspeicher. Und dann gehen Sachen flotter. Ja, wir konnten Dinge, die wir sonst in 20 Minuten machen, in 13 Sekunden machen. Und Geschwindigkeit ist Teil eines intelligenteren Verfahrens. Wir können Dinge dann auch schneller umsetzen, zu dem wir auch noch Energie sparen. Ich möchte mal zusammenfassen. Das Erste ist, wir haben neue Techniken in der Biologie. Wir haben entsprechende Algorithmen, KI. Wir haben Analyseplattformen. Wir haben neue Computersysteme. Wir haben lokale Partner, europäische Partner, internationale Partner. Wir haben Förderung und wir haben die Strukturen vor Ort geschaffen. Ich glaube, wir sind ready to go. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Trotz der Widersprüche habe ich heftig applaudiert. Nein, ich finde das sehr schön, dass Sie ein paar Widersprüche zu mir deutlich gemacht haben. Wir könnten jetzt damit die nächsten 15 Minuten verbringen, das tun wir natürlich nicht. Sie haben Ihre Fragen. Wenn Sie Herr Knoll. Ich meine, das ist ein faszinierender Ausblick, die KI sozusagen auch hier wieder als Brille zu sehen, wie bei CERN oder teilweise auch bei uns.
Aber jetzt nehmen wir mal an, Sie sind erfolgreich, da gehen wir es einfach mal von aus, dann wäre ja der nächste Schritt die Therapie. Und da sind wir ja dann im Bereich personalisierter Medizin, nehme ich mal an. Und da würde mich einfach nur interessieren, gibt es da schon Vorüberlegungen, was können Sie denn dann besser machen als das, was wir jetzt klassischerweise ja schon lange sagen, aber immer noch nicht tun? Ja, also ich sehe das genauso wie bei der Diagnostik am Anfang. Deswegen hatte ich Ihnen auch als erste Folie dieses Schlüsselerlebnis mit dieser Publikation gebracht. Es hat ja unglaublich lange gedauert, dass diese Art und Weise, auch die ärztliche Tätigkeit quasi in Frage zu stellen, so hoch zu platzieren in einem Journal. Ja, da gab es sehr viel Widerstand. Ja, und ich habe Ihnen ja die Gründe gezeigt, warum. Ja, und jetzt ist dieser Damm gebrochen und es ist sehr viel Verständnis in einer jüngeren Gesellschaft, die natürlich auch häufig an der Schnittstelle ausgebildet ist. Medizin und Computerwissenschaft, Medizin und Mathematik. Ja, dass diese Art von Leuten sagen, wir müssen natürlich die Angst eines Feldes nehmen, zu sagen, ich werde ersetzt. Es gibt kein Ersetzen. Es gibt ein Enhancement. Ja, der Arzt, ja, also ich würde nicht dieses rosarote Bild malen, dass der Arzt in Zukunft aufgrund dieser ganzen Systeme nachher letztendlich so viel mehr Zeit für den Patienten hat und alles gut wird. Das würde ich nicht sagen. Ja, weil wir genügend Leute haben, die Eigeninteressen im System haben, wo wir aufpassen müssen, dass die nicht genauso wieder befördert werden. Aber was ich glaube, ist, dass die Schwierigkeit heute bei der Komplexität der Erkrankungen, bei der höheren Auflösung der Informationen zu den Erkrankungen einfach besser erfasst werden kann durch solche Systeme und dass Ärzte lernen werden, das gesamte Medizinsystem lernen werden, dass es sinnvoller ist, hier auf dieser Basis eine richtige Einschätzung zu kriegen, als lange Zeit eine falsche. Ja, es gibt ganze Reihen von Workshops und Präsentationen, auch zum Teil sogar im Internet einsehbar über YouTube, wo sich Leute in Stanford, aber auch im MIT, aber auch in Europa Gedanken darüber gemacht haben, wie viel Geld wir letztendlich sparen können, wenn wir all diese Fehler, die wir im Augenblick auf fehlender Information haben, einsparen können. Und da, glaube ich, ist der Ansatz, dass man sagt, als erstes wollen wir dort, wo wir am meisten ausgeben, wo wir am meisten verlieren, wo wir am meisten auch Todesfälle induzieren, dass wir dort uns verbessern. Deswegen die Idee mit der Händehygiene ist eine fantastische, weil dieses gesamte System weiß, dass es die Fehler macht, es aber nicht hinkriegt, sie zu lösen. Und hier habe ich eine Möglichkeit, die das tatsächlich vereinfacht. Und so wird es bei Therapien genauso sein. Wir haben ganz viele Bereiche, wo ich auf Verdacht hin therapiere. Und wenn ich das auf eine bessere Abschätzung vorweg mit KI machen kann, dann ja. Vielleicht noch eine? Sie hatten schon neben mir Ihren Nebenmann. Eben hatten Sie. Ja, das war. Ihre optimistische Einschätzung freut mich zu hören, zu sagen, Ärzte sind bereit. Sie hatten ja am Anfang in der Vergangenheitsform davon gesprochen, also der Gott in Weiß sozusagen. Ich hatte meinem Nachbarn gesagt, es ist ähnlich wie im Top-Management. Das gleiche Phänomen sind massive Selbstüberschätzung. Ne? Man erlebt das ja auch permanent durch, jeder hat wahrscheinlich auch Erfahrung von Fehldiagnosen von Ärzten. Ich bin nicht ganz so optimistisch aufgrund einfach persönlicher Erfahrung, dass wir diesen gedanklichen Switch so schnell hinkriegen. Ich bin etwas optimistischer, weil ich verstanden habe, und das hatte ich von meinem anderen Nachbarn gelernt, dass die Juristen angreifen werden, und das ist gut so, durch KI. Und ich glaube, alleine aus diesem Reject heraus, ich muss mich verteidigen, es einen Druck geben würde, auf System sich zu verändern. Aber wenn ich jetzt, sag mal, ich arbeite im Versicherungsbereich, das ganze Thema Digitalisierung, Gesundheitswesen. Wir leben nach wie vor in der Steinzeit. Und meine persönliche Meinung ist, das liegt im Wesentlichen an den Lobbyistenverbänden der Ärzte. Mhm. Weil Digitalisierung bringt Transparenz, bringt Kostenersparnis. Im Sinne von, ich kann nicht eine Behandlung drei oder viermal wiederholen. Wenn ich heute durchs System pingponge zwischen Ärzten und Krankenhäusern, fange ich jetzt mal bei Null wieder an, weil ich weiß nichts. Insofern, ich finde es gut. Also ich möchte das nachhaltig unterstützen, auch dass Sie da vorgehen. Ich glaube, der Weg der mentalen, nicht der technologischen Transformation, sondern der mentalen Transformation, das ist ein Generationenthema in der Ärzteschaft. Ne, dann reden wir wahrscheinlich eher von, weiß ich nicht, 30 Jahre. I don't know. Ich meine, Sie werden ja auch noch eine Weile brauchen, wahrscheinlich, ne, bis Sie soweit sind und dann auch Therapien. Aber mein Gefühl ist momentan, das wird nicht so schnell gehen. Ja, weil einfach die Beharrungstendenzen in den Systemen, wirtschaftliche und mentale, extrem sind. These ist ja eher.
Ja? Gerne Widerspruch. Gerne Widerspruch. Ja, es wird da unterschiedliche Geschwindigkeiten geben. Ja, also ich habe mit Kollegen jetzt am Weizmann-Institut darüber letztendlich diskutiert. Die haben die elektronische Krankenakte seit 1997 flächendeckend. Ja, allein das Weizmann-Institut hat Daten von 15 Millionen Visits. Die haben gar keine Klinik, sondern das ist alles nur mit ambulanten Visits, 15 Millionen über die letzten Jahre. Und die lernen jetzt, wie man damit umgeht, was man dann damit machen kann. Das heißt, die sind uns weit voraus. Wir können davon aber lernen. Ja, das Nächste, was man sieht, wo wird es als Erstes passieren? Das sind in den großen Zentren in Deutschland. Nehmen Sie nur einfach mal die Krebsdiagnostik am Deutschen Krebsforschungszentrum. Da sitzen heute schon Experten aus Genomik, aus Computational Sciences, aus Bioinformatik, aus Zellbiologie und die Ärzte zusammen, um die Daten, die aus den Labors, aus den unterschiedlichen kommen, die berechnet worden sind mit KI-Systemen, letztendlich dann zu besprechen, um dann dem Arzt die richtigen Informationen zu übergeben, die er dann mit dem Patienten besprechen kann. Das ist Realität heute, aber halt punktuell. Wann das bei Ihnen in der Arztpraxis in Wesel angekommen ist, kann ich Ihnen nicht versprechen. Ja? Aber ich glaube, auch da wird es einen Dammbruch geben, wo die Leute merken, wenn wir es nicht machen, und das hatte Stefan Hutmacher ja auch gesagt, wird es uns schlechter gehen als vielen anderen. Und dann würde ich doch sehen, dass die Psychologie eine ganz andere ist. Ja, wenn Sie plötzlich sehen, dass die medizinische Versorgung bei uns messbar schlechter ist als in einem Land wie Israel, ich glaube, wir verändern uns ganz, ganz schnell. Schönen Dank, Herr Schulze.